Hallo Leute, willkommen zu Celeste bei Hotel Dusk. Im letzten Part haben wir uns mal gemütlich im Restaurant ein paar Steaks einverleibt. Oh, das sah richtig gut aus. Ja, wir haben Helen noch zum Restaurant geführt, haben im Restaurant auch eine Puppe gefunden, die anscheinend Melissa gehört. Und ja, wir haben jetzt noch einen Kugelschreiber bekommen von Louis. Und jetzt muss ich selber schauen, ehrlich gesagt, wo das war. War das? Ich glaube, das war in der Lobby, wo man den sichtbar machen konnte. Aber ich weiß es eben nicht mehr. Also es ist eine Gravur drauf und diese Gravur müssen wir jetzt sichtbar machen. Da ist es doch schon. Und zwar können wir das mit Hilfe von diesem Schild. Neben dem Eingang zum Restaurant steht eine Tafel. Und warum? Weil da unten Kreide ist. Unter der Tafel liegt etwas Kreide. Ein paar Kreidestücke. Angebrochene Kreide. Ein bisschen Kreidepulver liegt auch dabei. Na, dann wollen wir mal. Wenn ich etwas davon auf meinen Finger mache... So... Das würde jetzt auch gehen, wenn ich pusten würde. Aber da ich nicht so gut im Blasen bin, habe ich es mal so gemacht. To Ellen with love. Für Ellen in Liebe. Ellen? Wer ist Ellen? Ellen! 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 Steve! 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 Vielleicht hat Louis ja eine Idee. Hey Louis, ich habe die Gravur auf dem Füller entziffert. Im Ernst? Und, was steht da? To Ellen with love, also für Ellen in Liebe. Ellen? Ja. Heute irgendein Gast hier, der so heißt? Keine Ahnung, muss ich mal den alten Dunning fragen. Tu das, ich will wissen, wen dieser Füller gehört. Kannst du es für mich rausfinden? Klar, Mann. Guti. Würde ich mal sagen, können wir jetzt endlich mal die Treppe hoch und Melissa mal ihre Puppe geben. Ich glaube 219 sind die, oder? Das klingt nach Melissas Musik. Und es ist Melissa. Ach, du bist es. Hast du mal einen Moment Zeit? Aber Papa ist nicht hier. Ich bin auch wegen dir hier. Was? Du hast im Restaurant etwas vergessen. Aber sag mal, wo ist dein Vater eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich war frech. Und jetzt ist er sicher sauer und will mich nicht mehr sehen. Er hasst mich sicher. Das glaube ich nicht. Ja, aber er ist immer sauer auf mich und so. Eltern müssen manchmal streng sein. Das gehört zu ihrer Arbeit dazu. Zu ihrer Arbeit? Denk einfach nicht drüber nach, ja? Bis später dann. Moment, was habe ich denn vergessen? Da. Das hier gehört dir, oder? Oh. Hier, nimm schon. Danke. Die hat meine Mami gemacht. Sie ist dir wohl sehr wichtig. Ja. Dann solltest du sie auch nicht nach Leuten werfen. Also gut, Entschuldigung. Bis später dann. Aber was ist denn? Bitte, geh nicht. Bleib hier. Bitte, nur bis mein Papa wiederkommt. Was? Hör mal zu, Kleine. Ich bin doch kein Babysitter. Bitte, bitte. Also schön.
Ich weiß was, wir machen ein Puzzle. Oh je. Yeah. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Das Puzzle liegt auf dem Tisch. Wir spielen da drüben, ja? Oh weh, oh weh. Eine Puzzleschachtel. Auf dem Tisch liegt ein Puzzle. Und das ist dasselbe Puzzle, das wir schon kennen. Das dürfen wir jetzt einfach nur nochmal komplett machen. Drehen, du könntest dahin gehören. Du gehörst dahin. Du bist egal. Du... Denke mal so, oder? Ja. Nein. Nein. Ja, man weiß ja, wie man Puzzle löst, oder, meine Freunde? Zuerst wird der Rand gemacht. Und das Puzzle ist relativ einfach, denn wenn ich ein Puzzlestück in die richtige, zur richtigen Seite bringe, dann wird es da automatisch arretiert. So. Aber wir gehen trotzdem natürlich ein bisschen taktisch vor, indem man einfach, wie es sich für ein Puzzle gehört, zuerst den Rand macht. Sowieso ganz so eine Eigenart von mir, sage ich jetzt mal. Ich mag Puzzle. Muss ich sagen. Ich puzzle sehr gerne. Macht mir Spaß. Aber irgendwie auch untypisch für einen Mann. Habe ich so mitbekommen. Aber gut, ich bin sowieso nicht dieser typische Mann, sage ich jetzt mal, wie man ihn kennt. So. Wo könntest du hinkommen? Dahin. So, da ist Himmel. Das bedeutet, du gehörst nach oben. Dann gehörst du sicher dahin. Genau. Das ist Haus. Das bedeutet so und dahin, oder? Ja. Dann nehmen wir doch lieber mal den hier. Der wird nämlich sicherlich dahin kommen. Da sehe ich einen Teil vom Auge. Das muss dahin. Du musst mit ziemlicher Sicherheit so dahin, genau. Und du so. Wunderbar. Geschafft. Super. Hast du echt toll gemacht, Mr. Hyde. Das war sicher ganz leicht für dich, oder? Naja. Übrigens, weißt du eigentlich, wie der Hase auf dem Puzzle heißt? Rosa Kaninchen? Nein, ganz falsch. So falsch ist es gar nicht, Kyle. Hast du dir doch gerade selbst ausgedacht, oder? Ja, schon. Falls es dich interessiert, das ist Pinky Rabbit. Also Rosa Kaninchen in Englisch. Pinky Rabbit? Ganz genau. Als ich ein Kind war, gab es im Fernsehen eine Zeichentrickserie mit Pinky. Ich wette, deine Mama hat sie sich auch angesehen, als sie noch klein war. Als sie noch klein war? Aber sicher. Dein Vater und deine Mutter waren doch auch mal Kinder. Alle Menschen fangen ihr Leben ja als Kinder an. Stimmt schon. Das hat mir meine Mama zum Geburtstag geschenkt. Aha. Und wann hast du Geburtstag? Am 29. Juni. So, im Juni also. Und, wie war die Party? Was ist denn? Was ist los? An dem Tag ist Mama weggegangen und deshalb... Oh. Warum hat Mama nur... nie etwas gesagt? Warum? Warum ist Mama weggegangen? Moment, auf der Rückseite des Puzzles... Jetzt müssen wir dieses Puzzle umklappen. Und wie machen wir das? Ganz einfach. Wir klappen den DS zusammen. Schwarzer Bildschirm. Oh. Wenn ich ihn jetzt wieder aufklappe. Tada! Auf der Rückseite des Puzzles steht eine Nachricht. Goodbye, Melissa. Leb wohl, Melissa.
Wenn das von ihr ist, dann hat sie wohl nicht mehr vor, wieder zurückzukommen. Nanu? Oh. Mr. Hyde! Was machen Sie denn hier? Wir haben gespielt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst niemanden in unser Zimmer lassen. Sie brauchen das Kind nicht anzubrüllen. Lassen Sie mich, ich habe endgültig genug von... Ich habe mich selbst hereingebeten. Das Kind hat nichts verkehrt gemacht. Tut mir leid, wollt ihr wirklich nicht in Ihre Privatsphäre eindringen? Na gut, solange Sie mich verstehen, ist die Sache ja in Ordnung. Würden Sie trotzdem jetzt gehen, bitte? Bin schon weg, aber... Etwas muss ich Sie schon noch fragen. Machen Sie sich Sorgen wegen etwas, das Melissa mir etwas erzählt haben könnte? Ich habe mir nur gefragt, ob sie mit Ihnen über Ihre Mutter gesprochen hat. Wenn Sie über nichts Besonderes gesprochen haben, ist das natürlich auch okay. Ich spreche denn absichtlich so. Was ist das für eine Sache mit der Mutter der Kleinen? Sie kommt nicht mehr heim, stimmt's? Was? Melissa, was hast du mit Mr. Hyde über deine Mutter erzählt? Verdammt, das ist alles so. Hören Sie, Mr. Hyde, jede Familie lebt unter eigenen Umständen. Alles, was Sie wissen, haben Sie von Melissa gehört. Und sie ist noch ein Kind. Bedenken Sie das besser, wenn Sie noch ein Urteil über die Lage bilden wollen. Da hat er allerdings nicht ganz Unrecht. Also, wieso hat Melissas Mutter sie verlassen? Entschuldigung? Ihre Frau hat sie verlassen, oder? Mich verlassen? Was haben sie getan? Wieso verschwindet sie so einfach und lässt sie und ihr Kind... Mr. Hyde! Es ist wirklich nicht der Ort, über solche Dinge zu reden. Wollen Sie mir etwa drohen? Bitte, nicht so laut. Was? Ich glaube, Sie machen dem Kind Angst. Papa? Melissa? Mach doch nicht so ein Gesicht. Mr. Hyde, ich muss jetzt wirklich bitten zu gehen. Kevin und Melissa, die sind schon irgendwie ein ziemlich rätselhaftes Gespann. Ach ja, natürlich. Ich muss Samuel ja noch sein Lesezeichen zurückgeben. Wenn ich mich jetzt beeile, vielleicht schaffe ich dann das Kapitel noch in diesem Part. Weil ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Es sei denn, es kommt noch irgendwas dazwischen. Ich sollte mir mal den Karton ansehen, in dem sein Notizbuch gelegen hat. So, und jetzt können wir seinen Karton eben so drehen. Und da sehen wir aber nichts. Wir können auch so klopfen. Nichts. So, wir klopfen jetzt einfach mal von den ganzen Seiten. So. 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 Einfach schön von allen Seiten. Klopfen. Ah, was sehen wir denn da? Das ist doch bestimmt Summers Lesezeichen. Auf dem Boden des Kartons fand ich ein Lesezeichen. Da ist ein Bild von einem Engel drauf. Das ist also der Engel. Na, schätze ich, sollte es Summer zurückbringen.
Na, dann machen wir das doch mal. Was war jetzt nochmal sein Zimmer? Wohnt er in 212? Kann das sein? Nö. Dann wohnt er eins weiter in 211. Ja, okay. Ah, Mr. Hyde. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick... Haben Sie möglicherweise mein Lesezeichen gefunden? Aber sicher. Wirklich großartig. Sagen Sie, da ist ein Bild auf dem Lesezeichen. Wissen Sie, von wem das ist? Ah, es ist Ihnen aufgefallen. Atemberaubend, nicht wahr? Ich gebe zu, ich mag dieses Bild sehr. Es ist die Reproduktion eines sehr berühmten Gemäldes. Sie kennen es doch sicher auch. Das Original stand von einem Mann namens Osterson. Dieses Bild gilt als Krönung seines künstlerischen Lebenswerkes. Es gibt auch viele Gerüchte über Osterson, den Maler. Deshalb soll mein nächster Roman auch sein Leben als Thema behandeln. Ich denke, es wird wohl ein recht interessantes Buch werden. Was für ein Maler war dieser Osterson? Ah, wir kommen ziemlich langsam zur Sache. Osterson war ein Wandel des Mysteriums. Sein Leben ist genauso enigmatisch und faszinierend wie sein Schaffen. Wir wissen nur, dass er Brite war und Ende des 19. Jahrhunderts gearbeitet hat. Das Engelsbild auf dem Lesezeichen allerdings ist ein wahres Meisterwerk. Die Legende behauptet, es sei Ostersons letztes Bild gewesen. Als Landschaftsmaler hatte er vorher nie versucht, eine menschliche Form zu malen. Das Bild auf dem Lesezeichen ist also das einzige Werk dieser Art von ihm. Es heißt Engel, der eine Tür öffnet. Es ist mein Lieblingswerk von Osterson. Lassen Sie ihn noch mal nachfragen. Engel, der eine Tür öffnet? Das ist der Titel des Gemäldes? Das ist korrekt. Es ist sein bekanntestes und gleichzeitig auch teuerstes Bild. Sie stimmen mir doch sicher zu, dass es ein eindrucksvolles Werk ist. Osterson also. Sagen Sie, Mr. Hyde, könnte es sein, dass Sie etwas für mich haben? Nein. Nein, ich habe nichts für dich. Ich wollte nur blöd daherin. Da. Ich habe Ihr Lesezeichen. Es war auf dem Boden des Kartons. Tatsächlich, das ist es. Herzlichen Dank. Wirklich, ich bin Ihnen sehr dankbar. Wir wären dann fertig, Mr. Hyde. Okay, nicht das, was ich dachte. Oder es kommt jetzt noch. Das kann auch sein. Ah? Nanu, was ist das für ein Lärm? Ich glaube, das kommt von hinter dieser Tür. Hinter welcher Tür? Okay, daran kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern, muss ich sagen. Niemand zu Hause. Schniff. Hallo? Ist da jemand? Wer ist da? Ich hab Angst. Hey, was ist da los? Ich hab so Angst. Das ist doch Melissas Stimme. Hey, Kleine. Was machst du da drin? Du bist auf Zimmer 219. Das ist nicht dein Zimmer. Es ist so dunkel, ich hab solche Angst. Hey, Kleine, bist du okay? Ach, das jetzt. Okay. Ich erinnere mich. Hey, Louis, ich brauche deine Hilfe. Hey, Louis. Was ist, Mann?
Ist Zimmer 218 heute frei? Ja, wird schon seit einer Weile nicht mehr benutzt. Die Hauselektrik ist einfach altersschwach. Jedenfalls haben wir in 218 keinen Strom. Tja, und deshalb... Verdammt! Hab vergessen, die Tür abzuschließen. Was ist denn los? Ich wollte nur schnell was holen und hab vergessen, hinter mir abzuschließen. Egal. Werd mich gleich drum kümmern. Zu spät. Was? Hast du schon erledigt? Danke, Mann. Nein, Dumpfmacke. Ist zu spät, die Tür abzuschließen. Melissa hat sich in dem Zimmer eingeschlossen. Was? Meine Fresse, da drin ist es wirklich übel. Total dunkel, ich meine echt völlig schwarz. Die kriegt die Tür nie auf. Und dann kriegt sie die Panik, das garantiere ich dir. Die hat sie schon. Oh mein, verdammt. Da muss man doch etwas tun. Wir müssen doch, da müssen wir doch was tun. Hey, Hyde, kennst du dich mit Strom und Kabeln und so einem Zeug aus? Nicht mehr als jeder andere auch. Wieso fragst du? Wir müssen den Verteilerkasten reparieren. Zimmer 218 hat im Moment keinen Strom. Wenn das Licht angeht, wird auch das Kind wird sich das Kind beruhigen. Dann kriegt es auch die Tür auf. Dann müssen wir die Tür auch nicht aufbrechen. Und Dunning massakriert mich nicht. Bloß weil ich vergessen habe abzuschließen. Hört sich ja schon mal gut an. Hör mal, ich pack dieses Zeug nicht an. Ich fasse was Falsches an und weggegrillt. Nee, du. Sag mal, Louis, du weißt, dass du zu nicht zu gebrauchen bist, oder? Hat meine Mama auch immer gesagt. Lass uns erstmal zum Schaltraum gehen, halt. Ist genau vor meinem Zimmer auf der anderen Seite des Korridors. Ah, das kommt jetzt also, okay. Ja, ich würde mal sagen, meine Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Dann schauen wir mal, dass wir irgendwie Melissa beruhigen können und wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Hotel Dusk für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.